Natürlich auch heute wieder einen Überraschungsgast. Ich hatte schon erwähnt, er hat noch auf keiner Demonstration gesprochen. Er hat sich getraut, er kommt von Bad Marienberg extra hier runter. Wo ist denn der Herr Dr. Helmut? Ah, da ist er ja. Einen ganz, ganz großen Applaus für den Mut, den er jetzt hat. Er ist Pathologe und spricht zu uns. Einer von ganz vorne. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich kenne Miltenberg aus Götz von Berlichingen. Im Hintergrund an der Kulisse das brennende Miltenberg, aber Sie haben es ja zwischenrein wieder aufgebaut. Ich freue mich drüber. Ihr habt es schön hier. Ich bin auch froh, dass die Leiter hier hingestellt wurde, sonst wäre es gegangen. Klettern Sie noch oder haben Sie schon Corona? Patricia war sehr mutig, als sie mich eingeladen hat. Ich habe noch nie einen, jetzt haben wir ja gesagt politisch, aber irgendwie ist es ist doch politisch hier, aber nicht parteipolitisch. Also ich habe noch nie eine politische Rede gehalten und schon gar nicht auf einer Demo. Und ich bin nun selbst gespannt, ob es mir gelingen wird, euch alle etwas Hilfreiches mitzugeben in die nächste Woche und Mut für den Kampf gegen die Unwahrheit. Ich mache das hier zum ersten Mal. Normalerweise vor den Studenten und so weiter, da spreche ich frei. Da habe ich dann auch Dias, wo ich mich ein bisschen langhangeln kann. Aber da ich das hier zum ersten Mal mache, mache ich es wie der Polizist beim letzten Mal in Dortmund. Halte ich mich an mein Manuskript. Ich bitte da ein bisschen Verständnis für zu haben. Vielen Dank. So, jetzt geht's los. Wir haben oft den Eindruck, dass die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, zum allerersten Mal da sind, dass wir als allererste auf der Welt damit zu tun haben. Das ist aber zumindest für die Infektionskrankheiten nicht der Fall. Und um das zu demonstrieren, lese ich Ihnen einen Brief oder einen Auszug aus einem Brief von Martin Luther vor, den er im Jahr 1527 an seinen Freund Spalatin geschrieben hat. Damals wütete in Wittenberg nicht Corona, nicht Covid-19, sondern die Pest. Und die Pest ist nun wahrlich erheblich gefährlicher und tödlicher als Covid-19. Ich zitiere mit kurzen Auslassungen und kleinen Ergänzungen, damit man den Text besser verstehen kann. Martin Luther schreibt: Die Pest hat hier zwar angefangen, aber sie ist recht gnädig. Die Furcht und die Flucht der Leute davor ist jedoch erstaunlich, so dass ich eine solche Ungeheuerlichkeit des Satans vorher noch nie gesehen habe. So erschreckt der Satan die Leute. Ja, er freut sich, die Herzen so verzagt zu machen, damit er die Universität in Wittenberg, wo Martin Luther Professor war, zerstreue und verderbe. Jedoch sind während der ganzen Pest bis auf diesen Tag nicht mehr als 18 Todesfälle gewesen, einschließlich derer, die innerhalb der Stadt waren, die Mädchen und die Kinder und alles mitgezählt. Ich bleibe aber hier in Wittenberg und das ist wegen dieser ungeheuren Furcht unter dem Volke notwendig. Christus aber ist da, damit wir nicht allein sind. Betet für uns und gehabt euch wohl. Soweit das Zitat. 18 Todesfälle und die Leute sind in Panik. Nun spielt ja der Teufel in der heutigen Vorstellung der meisten Menschen keine allzu große Rolle mehr. Und deshalb setzt einfach für das Wort Teufel in dem Brief Martin Luthers ein, das, was ihr für die Ursache der derzeitigen Panik
und Missstände haltet. Zum Beispiel könnt ihr einsetzen die Eliten oder die politische Kaste oder die Mächtigen dieser Welt oder was euch sonst noch diesbezüglich einfällt. Und dann seid ihr, nicht was die Schwere der Erkrankung angeht, aber durchaus, was die Furcht und Panik der Leute betrifft, genau da, wo wir heute mit Covid-19 stehen. Also Martin Luther hat uns heute immer noch etwas zu sagen. Nun, Patricia hatte mich auf einer Demo in Bad Marienberg angesprochen. Dort hat ein ärztlicher Kollege, ein Frauenarzt, ein Referat gehalten. Und der fragte ins Publikum, ja, es sind wahrscheinlich wieder keine Ärzte da. Die Ärzte, die müssten eigentlich hier sein, aber die sind nicht da. Oder ist doch einer da? Und dann habe ich mich gemeldet. Als einziger Arzt. Dankeschön. Ja, und dann hat es sich ergeben, dass ich auf die Bühne bin und ein ganz bisschen über mein Fach gesprochen habe und das, was das mit Covid-19 zu tun hat. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Helmut Wolf. Ich bin Professor und Doktor und Facharzt für Pathologie und Neuropathologie. Nach dem Abschluss meines Studiums und nach meiner Tätigkeit als Truppenarzt habe ich an verschiedenen Universitäten, an Lehrkrankenhäusern und an privaten Instituten gearbeitet, darunter auch fast 5 Jahre in den USA. Und das möchte ich einschieben, die USA sind mir bis heute sehr ans Herz gewachsen. Und was dort im Moment passiert in diesen Wochen, bricht mir das Herz. Und damit meine ich nicht Corona. Ich lebe seit einigen Jahren in einem kleinen Ort im Westerwald. Ich bin kein Mitglied einer politischen Partei, einer sonstigen politischen Organisation, einer Gewerkschaft oder Ähnlichem. So, und jetzt geht's weiter. Patricia hatte mich am Telefon gebeten, etwas über mein Fachgebiet zu erzählen und über die Pathologie von Covid-19. Nun muss ich sagen, dieses Thema ist zwischenzeitlich in den alternativen Medien so ausführlich und erschöpfend behandelt worden, dass eigentlich jeder, der sich mit Covid-19 beschäftigt, kritisch beschäftigt, weiß, was es mit der Pathologie auf sich hat. Ich will das daher ganz kurz machen. Von besonderem Interesse sind bei der ganzen Sache die Ergebnisse aus Hamburg. Denn in Hamburg hat das Gesundheitsamt, und das ist einmalig in Deutschland, und ich weiß auch, wahrscheinlich gibt es das in keinem anderen Land, das Gesundheitsamt in Hamburg hat gesagt, wir obduzieren in der ersten Zeit jeden Verstorbenen mit einem positiven PCR-Test für Corona. Und diese Obduktionen hat Professor Püschel in der Rechtsmedizin in Hamburg gemacht, obwohl damals das RKI abgeraten hat, Obduktionen durchzuführen, weil das ja zu infektiös sei. Vorher ans RKI, das habe ich mir auch gedacht. Als Herr Schiffmann und vorher auch schon Gerhard Wisniewski auf YouTube gesagt haben, dass wir doch dringend mal Obduktionsergebnisse brauchen, um zu sehen, woran die Leute eigentlich gestorben sind. Und dann habe ich mal nachgeschaut bei den Richtlinien des RKI und das war mir bis dahin auch nicht klar. Das RKI hat von den Obduktionen abgeraten. Und ich habe dann noch am gleichen Abend einen Brief an Herrn Schiffmann geschrieben, auch an Herrn Wisniewski. Herr Schiffmann hat den am nächsten Tag vorgelesen. Und dann war ein riesengroßes Echo. Dieser Brief, der dort vorgelesen wurde, wurde innerhalb der ersten 2 Tage 1,2 Millionenfach geklickt. Dann kamen
Gerhard Wisniewski dazu, Ken Jebsen hat das vorgelesen, Christoph Hörstel in Auszügen zitiert, also man kann sagen, mit Fug und Recht mindestens 1,3 Millionenfach ist dieser Brief gehört worden. Und das zeigt ganz klar, dass die Leute in Deutschland zum großen Teil der Statistik des RKI nicht trauen und Bestätigung und Informationen von anderer Seite haben wollen. Und ich denke, das ist auch sehr berechtigt. Dann gab es einen großen Wirbel. Wie gesagt, dieser Brief ist viral gegangen. Dann hat am folgenden Werktag die Deutsche Gesellschaft für Pathologie und der Berufsverband der deutschen Pathologen auch einen Brief an das RKI geschrieben und hat eben auch gesagt, dieser Missstand muss abgeschafft werden. Und dann konnte das RKI nicht anders und hat tatsächlich diesen Passus aus seinen Richtlinien herausgenommen. Also die Warnung vor Autopsien wurde dann gestrichen und widerwillig, das hat man ihm angemerkt, hat Herr Wieler dann bei einer Pressekonferenz am nächsten Tag gesagt, ja, die Obduktionen seien ja doch wichtig. Und ein paar Tage später kam dann tatsächlich ein positiver Passus, also eine Empfehlung, Obduktionen zu machen, auf die Homepage des RKI. Und alle waren froh, aber still und heimlich ist das wieder verschwunden. Also das war kein Zufall, da hat sich jemand was beigedacht. Jetzt aber zu den Befunden. Es verstirbt heute fast niemand, oder man kann sagen, Herr Püschel sagt niemand, an Covid-19, der nicht mindestens eine, meistens mehrere schwere Erkrankungen, Vorerkrankungen und Risikofaktoren haben. Dazu zählt der Bluthochdruck, Diabetes, Fettsucht, Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen und es handelt sich fast immer um alte oder sehr alte Leute, oftmals Ende in den 80er Jahren oder in den 90ern sogar. Vielfach waren die Leute so schwer vorerkrankt, dass Covid-19 wirklich nur der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen also brachte und somit die Leute verstorben sind. Ein anderer Atemwegsinfekt, wie etwa eine Influenza, hätten genau das Gleiche bewirkt. Einige Verstorbene hatten auch etwas ganz anderes, wie etwa einen frischen Herzinfarkt und gar nichts an der Lunge. Also da war die Diagnose in der RKI-Statistik Corona-Toter definitiv falsch. Der Applaus geht an das Gesundheitsamt in Hamburg und an Herrn Professor Püschel in der Rechtsmedizin. Vielleicht hört er es ja. Die Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Covid-19 in den tödlich verlaufenden Fällen nicht nur die Atemwege, sondern auch andere Organe betreffen kann, wie die Blutgefäße, Herz, Nieren, Gehirn und Leber und vieles mehr. Recht häufig ist bei Covid-19 auch die Ausbildung von Thromben, also von Blutgerinnseln in den Beinvenen, die dann in die Lunge ausgeschwemmt werden können und eine tödliche Lungenembolie hervorrufen können. Diese Veränderungen außerhalb der Lungen wurden und werden noch immer in unseren Qualitätsmedien dramatisch dargestellt. Sie kommen jedoch auch bei einer gewöhnlichen Influenza vor und sind somit keine Besonderheiten von Covid-19. Im Übrigen meine ich an dieser Stelle, dass man auch mit den Berichten über mögliche Spätschäden nach Covid-19 sehr zurückhaltend sein sollte, da die meisten Erkrankungen erst wenige Monate zurückliegen und belastbare Studien noch überhaupt nicht vorliegen können. Auch damit versucht man den Leuten Panik zu machen. Dies sind nur die allerwichtigsten Ergebnisse der Obduktionen in Kürze. Ich sehe wenige von euch hier mit einem Notizblock zum Mitschreiben, sodass ihr die Details wahrscheinlich eh vergessen würdet. Für meine Kollegen, die das möglicherweise hören, sei gesagt, dass es noch eine ganze Reihe von Besonderheiten bei Covid-19 gibt, von wissenschaftlichem Interesse, die aber hier nicht hingehören. Dies soll ja eine Demonstration und kein wissenschaftlicher Kongress sein. Und wahrscheinlich habe ich schon viel zu viel gesagt dazu. Wenn Sie die Ergebnisse aus Hamburg genau anschauen wollen, dann gebt einfach in die Suchmaschine ein, am Computer Covid-19
Corona, Autopsie und Püschel. Und dann habt ihr Lesestoff und YouTube-Videos für ein ganzes Wochenende. Jetzt will ich was machen, was Sie wahrscheinlich überhaupt nicht erwartet haben. Ich möchte nämlich trotz der ganz offenkundigen Missstände durch die Zwangsmaßnahmen unserer Regierung einmal über die positiven Seiten unserer Situation sprechen. Die gibt es nämlich auch, ohne die Kritik dabei kleinzureden. Ich mache das deshalb, um euch zu ermuntern, nicht nur das Negative zu sehen, sondern positiv zu denken. Meine Freunde in der spirituellen Szene sprechen davon, dass wir die negativen Energien nicht so sehr an uns heranlassen sollen, weil diese dann unser Denken, Fühlen und Handeln in unangemessener Weise bestimmen. Was haben wir also Corona zu verdanken? Nun, zunächst einmal, in diesem Jahr sind in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern weniger Menschen verstorben als im langjährigen Mittel. Man spricht von einer Untersterblichkeit. Es besteht also genau das Gegenteil von dem, was man bei einer tödlichen Seuche erwarten würde. Und dafür sollten wir doch dankbar sein. Unsere Regierung weigert sich jedoch standhaft, die Konsequenzen aus dieser unbestreitbaren Tatsache zu ziehen und die Zwangsmaßnahmen unverzüglich und vollständig zu beenden. Ein weiteres kommt hinzu. Nach den offiziellen Statistiken ist die Influenza in der vergangenen Saison extrem milde ausgefallen. Es darf vermutet werden, dass ohne die Corona-PCR, also ohne diesen Labortest, all diejenigen Kranken, die heute unter der Bezeichnung Covid-19 laufen, als Grippepatienten verbucht worden wären und man ohne diesen Test zumindest bei uns in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern gar nichts Ungewöhnliches bemerkt hätte. Auch das ist sehr beruhigend. Ein weiterer Aspekt. Corona eröffnet die Möglichkeiten und die Notwendigkeit, unser Gesundheitssystem einmal kritisch zu hinterfragen. Die eingreifenden staatlichen Veränderungen zur Bewältigung der prognostizierten und dann nicht eingetretenen Flut von schwerkranken Corona-Patienten bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Folgen einer stark eingeschränkten medizinischen Versorgung zu untersuchen. Es war ja der stationäre und der ambulante Sektor betroffen. Unzählige planbare Maßnahmen sind unterblieben. Bereits geplante Operationen wurden abgesagt. Viele Patienten blieben auch mit schweren Erkrankungen wie mit einem Herzinfarkt zu Hause, weil sie sich nicht im Krankenhaus mit Corona-Infizierten infizieren wollten oder weil sie Angst davor hatten, keinen Besuch empfangen zu dürfen, wenn es ihnen schlecht geht. Als Folge standen manche Krankenhäuser und Praxen weithin leer und Ärzte und Pflegepersonal waren zum Teil in Kurzarbeit. Ein befreundeter Chirurg sagte zu mir: Helmut, mein Garten hat noch nie so gut ausgesehen wie in diesem Jahr. Die Tatsache, dass die Sterblichkeit trotz der eingeschränkten Versorgung niedriger lag als in anderen Jahren, könnte dafür sprechen, dass ein Teil der Eingriffe, die wir normalerweise vornehmen, zumindest hinsichtlich des Überlebens gar keinen Nutzen bringen und eher schädlich sind. Diese Auffassung wird von vielen Kritikern bereits seit langem vertreten. Und somit fordert uns die Corona-Pandemie geradezu auf, uns grundlegende Gedanken über unser Gesundheitssystem zu machen und dieses gegebenenfalls zu verbessern, was ja auch das Budget der Krankenkasse und letztlich auch unseren eigenen Geldbeutel entlasten könnte. Zum nächsten Thema,
Corona brachte uns eine wichtige Erkenntnis, nämlich die Erkenntnis, dass es wichtig ist, die Produktion von lebensnotwendigen Medikamenten, Medizingeräten und vielem anderen aus Billiglohnländern wie Indien und China zu uns zurückzuholen. Es gab Lieferengpässe bei Antibiotika und anderen Medikamenten, Medizingeräten, medizinischen und ich betone medizinischen Masken und sonstiger Schutzausrüstung. Es wurde plötzlich klar, dass vielfach gar nicht nachzuvollziehen ist, wo ein bestimmtes Medikament, das Sie in der Apotheke holen, hergestellt wurde und ob die in Deutschland geforderten Qualitätsstandards eingehalten werden oder wurden. In der Öffentlichkeit sind diese Missstände aufgrund der Corona-Panik weitgehend untergegangen. Hier tun sich jedoch Abgründe auf, die es noch gilt aufzuarbeiten. Auch in anderen Bereichen kam es zu Lieferengpässen und zu erheblichen Ausfällen, etwa in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau. Es ist gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn dies alles länger angedauert hätte oder möglicherweise jetzt noch einmal wiederholt wird. Die Corona-Pandemie fordert uns also auf, die Produktion derartiger wichtiger Produkte wieder nach Hause, zumindest aber nach Europa zu holen und zu diversifizieren, um die jederzeitige Verfügbarkeit und die Qualität sicherzustellen. Dies sollte eine vordringliche Aufgabe der Politik sein. Lassen wir uns mal überraschen. Wir kommen zum Verkehr. Die öffentlichen Verkehrsmittel, die Innenstädte und der Flugverkehr wurden und werden auch noch heute stark entlastet. Und eine junge Dame mit Zöpfen freut sich über den geringen Ausstoß von CO2 und Feinstaub und Stickoxiden. Man wird überlegen müssen, ob man nicht dauerhaft auf einen Teil der Transporte verzichten kann. Ich selbst bin ein großer Befürworter der Regionalisierung der Wirtschaft, insbesondere der Landwirtschaft. Was wir vor Ort produzieren, das muss nicht durch die halbe Welt transportiert werden. Dieses entlastet die Umwelt, es fördert die lokale Wirtschaft und gibt Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung Lohn und Brot. Corona führte zu einer Renaissance von Sparsamkeit und Bescheidenheit. Und das hat erst angefangen. Wer will schon mit einer Maske in der Buchhandlung oder im Zeitschriftenkiosk oder im Bau- oder Elektromarkt stöbern? Wer möchte schon im Supermarkt mit einer Maske nach Sonderangeboten suchen? Ich jedenfalls nicht. Wenn ich heutzutage in einen Laden gehe, dann mit einer Einkaufsliste und dem festen Vorsatz, nach 15 Minuten wieder an der frischen Luft zu sein. Das Gleiche gilt auch für viele andere Dinge. Haben Sie noch Lust, ins Restaurant zu gehen, wenn Sie Ihre Personalien hinterlegen müssen oder beim Gang zum Tisch oder zur Toilette eine Maske tragen müssen? Nein. Es entfallen auch die teuren Tickets zu kulturellen Veranstaltungen, da diese ja fast alle abgesagt wurden. Jetzt, das habe ich neu in dieser Woche, wird wegen der Infektionsgefahr sogar vor Routinekontrollen beim Zahnarzt und vor professionellen Zahnreinigungen abgeraten. Man könnte sich ja anstecken und somit kann man sich im Prinzip auch diese Ausgaben sparen. Was nützen all die gesunden Zähne, wenn man sich dafür in Gefahr begibt, von Covid-19 dahingerafft zu werden? Ich bin sehr gespannt, wann die Zahnärzte in Scharen zu unseren Demos kommen. Und an dieser Stelle
Das steht nicht im Manuskript, aber ich erzähle es trotzdem. Eine kleine Anekdote. Ich war vor 2 Wochen beim Zahnarzt. Und als ich an der Rezeption stand, da sagte die Dame zu mir: Herr Professor Wolf, wenn Sie jetzt ins Wartezimmer gehen, dann müssen Sie aber eine Maske aufsetzen. Da sagte ich zu der guten Dame: Unter diesen Umständen verzichte ich gerne auf das Wartezimmer, ich warte draußen. Dann habe ich mich vor dem Haus auf die Treppe gesetzt und habe gewartet, bis ich dran kam. Als ich dann zur Behandlung gerufen wurde, musste ich glücklicherweise bei der Zahnbehandlung keine Maske aufsetzen. Der Zahnarzt hat mir aber glaubhaft versichert, dass er diese ganzen Maßnahmen für unsinnig und völlig überzogen hält und er sie nur durchführen muss, damit ihm die Ämter die Praxis nicht dicht machen. Dieser Mann hat es verstanden und ich hoffe, dass wir demnächst Zahnärzte hier sehen. Wunderbar, super. Das nächste Mal sprechen Sie hier oder sind Sie schon gemeldet? Okay. Viele Unternehmen, und jetzt kommen wir zum Homeoffice, und einen weiteren Vorteil, die bisher sich wirklich geweigert haben, ihren Mitarbeitern zumindest tageweise die Arbeit im Homeoffice zu gestatten, konnten sich in den letzten Wochen von den Vorteilen dieser Arbeitsform überzeugen und viele werden das wahrscheinlich auch beibehalten. Der Damm ist gebrochen. Jetzt etwas, wo wahrscheinlich kaum jemand dran gedacht hat, das ist das Homeschooling. Wer hätte denn gedacht, dass das in USA seit alters her gängige, bisher in Deutschland aber verbotene Homeschooling, also das Unterrichten der Kinder zu Hause, ganz unverhofft bei uns einen Fuß in die Tür bekommt? Viele Eltern hatten die lang ersehnte Muße und Zeit, um ihre Kenntnisse in Latein, Trigonometrie und Exponentialrechnung aufzufrischen und an ihren Nachwuchs weiterzugeben. Die Familien wachsen wieder zusammen, die zunehmende Entfremdung durch die Rundumbetreuung der Kinder in Ganztagsschulen und Kindertagesstätten wurde unterbrochen und man hatte die Chance und hat die Chance, sich wieder auf den Stellenwert der Familie zu besinnen. Corona bietet auch die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Viele Menschen haben durch die Corona-Maßnahmen die Gelegenheit erhalten, ihr Leben zu überdenken. Worauf kommt es wirklich an? Wo sind meine Prioritäten? Vielleicht setze ich auch noch mal ganz neu an und mache etwas, was ich schon immer tun wollte, wozu ich aber nie die Gelegenheit hatte. Es wird bei dem, was jetzt wirtschaftlich auf uns zukommt und was gerade erst angefangen hat, sehr viele Verlierer geben. Und darüber ist schon oft gesprochen worden und sogar unsere Politiker müssen dies nun eingestehen. Sie können es dem Volk nicht mehr verheimlichen. Es wird aber auch, das möchte ich ausdrücklich sagen, strahlende Gewinner geben. Und damit meine ich nicht nur Amazon, Google, Facebook oder Goldman Sachs. Es gibt bereits jetzt findige, oft ganz junge Leute, die in den vergangenen Monaten weit mehr verdient haben als in der Zeit vor Corona. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr mit eurer Familie auch zu den Gewinnern gehört. Das geht allerdings nicht alleine, dafür müsst ihr etwas tun. Es darf und sollte jeder von euch versuchen, unter diesen dramatischen Umständen, die noch nie da gewesen sind, das Bestmögliche für sich und seine Lieben herauszuholen. Vielleicht hast du deinen Arbeitsplatz verloren oder du bist in Kurzarbeit. Und plötzlich hast du alle Zeit, die du dir immer gewünscht hast. Und auf viele andere wird dies in den nächsten Monaten noch zukommen. Überlege dir, was deine Stärken und Begabungen sind. Gibt es irgendein Problem, das du bei anderen Menschen siehst und das du mit deinen Fähigkeiten und Ideen für sie lösen könntest?
Bist du sportlich oder handwerklich oder in Gartenarbeit fit? Wie wäre es mit Online-Marketing oder mit Musikunterricht, vielleicht sogar über das Internet? Organisiere einen Einkaufsservice oder einen Besuchsdienst für Senioren oder eine Kinderbetreuung. Schreib das Buch, das du schon immer schreiben wolltest, oder hilf anderen dabei, ihr eigenes Buch zu schreiben. Schreibe einen Blog im Internet, betreue Internetseiten von Firmen oder Freiberuflern, mache Suchmaschinenoptimierung, Transkripte von Podcasts, alle Arten von Beratung, Kurse oder sogar ein Umzugsservice sind andere Möglichkeiten, die du ohne jegliches Startkapital sofort umsetzen kannst. Und wenn du etwas gerne machen möchtest und kannst es noch nicht, dann versuche es zu lernen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, aus dieser Situation heraus das Beste zu machen. Denk besonders dabei ans Internet, denn da liegt die Zukunft. Corona als Kristallisationspunkt der Systemkritik, und das betrifft uns alle heute hier auf diesem Platz. Es dürfte derzeit kaum möglich sein, mit irgendeinem anderen Thema so viele Menschen verschiedener politischer Couleur auf die Straße zu bringen, um gemeinsam gegen die schwerwiegenden Missstände vorzugehen. Die kritische Masse von 10% der Bevölkerung, die einen Wandel unumgänglich macht, ist längst erreicht. Auch die politische Kaste hat dies bereits erkannt. Ihr schlottern die Knie vor dem, was auf sie zukommt, wenn das Volk seine souveränen Rechte einfordert. Sie weiß, dass sie bereits verloren hat und reagiert verzweifelt und mit kräftiger Unterstützung durch unsere Qualitätsmedien mit einer Welle von Verleumdungen, Lügen, Zensur und Zersetzung. Ich komme zum Schluss. Lasst uns weiterhin auf friedlichem Wege für die Wahrheit kämpfen und möglichst viele Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Der Versuch, Spitzenpolitiker, ihre Berater und Profiteure in der Wirtschaft und im Finanzsystem zum Umdenken zu bewegen und ihre Fehler einzugestehen, ist dabei nahezu aussichtslos. Deshalb sollten wir unsere Kraft auch nicht dort verschwenden. Nach meiner ganz persönlichen Auffassung wird die Bundesrepublik derzeit so schlecht regiert wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte. Und das liebe Freunde, ist wahrlich eine Leistung. Der Schweizer Historiker Daniele Ganser sagt sinngemäß: Die Mühlen der Geschichtsforschung mahlen langsam, aber sie mahlen gründlich. Ich möchte nicht in der Haut derjenigen stecken, die in diesen Monaten Panik verbreiten und dem Volk ohne zwingende medizinische Notwendigkeiten in einer noch nie dagewesenen Art und Weise ihre Grundrechte vorenthalten und dabei Kollateralschäden verursachen, deren Ausmaß bislang noch nicht einmal ansatzweise abzusehen ist. Das Urteil der nachfolgenden Generationen über diese Menschen wird vernichtend sein. Ich möchte auch nicht in der Haut derjenigen stecken, die diese Zwangsmaßnahmen wider besseres Wissen und unter Rückgriff auf das staatliche Gewaltmonopol durchsetzen. Auch sie werden sich vor der Geschichte und vor ihren eigenen Kindern und Enkeln verantworten müssen. Die wirkliche Gefahr, die wir mit aller Kraft bekämpfen müssen,
ist weder das Coronavirus, noch sind es einzelne Politiker oder Wirtschaftsbosse. Es ist vielmehr die Angst unserer Mitmenschen, von der bereits Martin Luther gesprochen hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns gelingen wird, diese Angst zu besiegen und der Wahrheit ihre Geltung zu verschaffen. Wenn das geschehen ist, brauchen wir uns über den Umgang mit Gesichtsmasken, Zwangstestungen, Zwangsimpfungen, unausgereiften Impfstoffen, elektronischer Kontakterfassung und digitalem Immunitätsnachweis keine Sorgen mehr zu machen. Das wird sich dann alles von selbst erledigen. Wir erinnern uns daran, dass bei der Schweinegrippe vor gut 10 Jahren allein in Deutschland mindestens 16 Millionen Dosen Impfstoff in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt werden mussten, weil die Menschen diesen Impfstoff nicht haben wollten. Warum sollte es diesmal anders sein? Während sich dies alles in Deutschland und in der ganzen Welt abspielt, spricht nichts dagegen und alles dafür, dass jeder von uns seine von Gott gegebenen Begabungen und Möglichkeiten und sein Hab und Gut nutzt, um mit seiner Familie wirtschaftlich, gesundheitlich, geistig und geistlich bestmöglich durch die Krise zu kommen. Seid kreativ, vernetzt euch mit Gleichgesinnten, bleibt friedlich und bleibt in der Liebe, wie in unserem Blog oft zu lesen ist. Die Wahrheit, liebe Freunde, wird siegen. Ich danke euch, dass ihr meiner ersten Demo-Rede so geduldig zugehört habt. Ich habe meine Zeit wahrscheinlich kräftig überzogen. Patricia, ich danke dir für die Einladung und ich wünsche uns allen noch einen guten, friedlichen und fröhlichen Verlauf dieser Veranstaltung. Vielen Dank.